Das ist eine wirklich sehr gute Frage und wichtige Frage für die Behandlung von einem Patienten auf der Intensivstation. Wenn er nicht ansprechbar ist und wir zum Beispiel nicht über einen Zettel in seinem Portemonnaie, über eine Liste, einen Allergiepass herausfinden können, welche Medikamente er nicht verträgt und wenn zum Beispiel auch keine Angehörigen da sind, die wir befragen können, dann versuchen wir, den Hausarzt herauszufinden, um mit ihm zu besprechen, was der Patient eingenommen hat und welche Medikamente er nicht verträgt. Dieses ist, wenn der Patient bei uns schon mal im Krankenhaus gewesen ist, nicht so sehr schwierig, weil wir die Hausärzte in unserer Krankenhausliste dann führen. Ansonsten, gesetzt den Fall, wir finden das alles nicht raus, ist es etwas, was uns vor eine große Herausforderung stellt, vor allen Dingen dann, wenn der Patient zum Beispiel ein lebenswichtiges Antibiotikum bekommen muss für die Behandlung und wir nicht wissen, ob er dieses Antibiotikum verträgt. Dann können wir nur hoffen, dass er es verträgt und das zur Gesundung des Patienten führt. Blumen dürfen auf die Intensivstation aus hygienischen Gründen nicht mitgebracht werden, weil sich dort zum Beispiel Insekten drin befinden können oder andere kleine Tiere, die den Patienten auf der Intensivstation schaden können. Das ist also aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Zu essen kann den Patienten in Absprache mit dem Arzt, wenn die Patienten wach genug sind und auch schon essen können und dürfen, gerne mitgebracht werden. Gerade Lieblingsspeisen können mitgebracht werden oder auch mal eine Praline, wenn der Patient das gerne isst. Das ist überhaupt kein Problem. Der erste Besuch eines Patienten auf der Intensivstation, also von den Angehörigen, ist eine Absprache mit dem Arzt. Es spricht in der Regel überhaupt nichts dagegen, wenn der Patient noch am Aufnahmetag oder spätestens am ersten Tag danach auf der Intensivstation Besuch bekommt. Die Frage ist ja, ob er das mitbekommt, weil er wach ist oder ob er in einem künstlichen oder echten Koma ist. Aber egal in welcher Situation sich der Patient befindet, tut es ihm unter Umständen gut, auch wenn man es nicht so wahrnimmt, wenn seine Angehörigen zu Besuch kommen. Andere Besucher, die den Patienten besuchen möchten, dürfen erst dann auf die Intensivstation, wenn man den Patienten selber fragen kann, ob es ihm recht ist, wenn er Besuch zum Beispiel von einem guten Freund bekommt.